wir haben 1992 nach dem Studium zu zweit angefangen, haben dann etwa ein Jahr später den ersten Mitarbeiter eingestellt. Ja, und über die Jahre hat sich die Firma halt entwickelt. Wir haben dann den Markt in der Schweiz erobert, mit guten Kollegen auch in der Schweiz, und mittlerweile versuchen wir das auch in Österreich. Das Besondere unserer Software ist die hohe Anpassbarkeit auf die unterschiedlichsten Anforderungen beim Kunden, sodass wir für fast jeden die optimale Lösung bieten können. Unsere Niederlassung in der Schweiz besteht schon seit vielen Jahren. In der Schweiz wird ein eigenes Produktmanagement durchgeführt. Das heißt, die speziellen schweizerischen Anforderungen werden dort festgestellt. Ebenfalls findet der Support in der Schweiz statt, also so, dass es eigentlich eine relativ eigenständige Niederlassung ist. Lediglich die Software, also das Kernprodukt, das wird hier in Magdeburg entwickelt. Hier sitzen die hoch engagierten Mitarbeiter, die die neuen Ideen im Prinzip umsetzen. Also für uns als Selectline ist dieser Standort sehr wichtig. Wir haben die Nähe zur Uni, wir suchen die Nähe zur Uni auch sehr stark. Der Großteil unserer neuen Kollegen kommt von der Uni, ja, sodass für uns der Magdeburg eigentlich der ideale Standort ist. Unsere Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen und wir unterstützen unsere Kollegen. Wir übernehmen die Kinderbetreuungskosten bei den Kindertagesstätten zu 100%. Und wir schaffen natürlich von der Arbeitszeit her, Regelungen, die es sehr gut vereinbar machen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Unsere Pläne für die nahe Zukunft ist der weitere Ausbau in Österreich, und das läuft mittlerweile sehr gut an. Wie es danach weitergeht, ja, schauen wir mal.